Hallo und willkommen zur Neufolge von der Live-of-Land-Demo. So, wir haben erstmal auf jeden Fall bemerkt, unsere Nahrung wird weniger. Mal schauen, ob die jetzt irgendwie wieder mehr wird. So, was machen wir jetzt? Okay, wir machen Tücher aus Gräsern. Oh, Leder haben wir nicht. Oder auch nicht, aber wir können quasi Tücher herstellen wenigstens. Oh, wir haben Nahrung wieder 0,1 haben wir als vorher. Ja, gut, dass meine Häuser immer nur die Fähigkeit. Sind die fähig gebaut? Nee, ne? Nee. Sie haben doch keine Arbeiter mehr, die bauen oder so, weil die alle irgendwo anders mit beschäftigt sind. Wir priorisieren die einfach. Der macht da irgendjemand irgendwas. Das muss ja nur fähig gebaut werden, das Haus. Oder sind sie alle beschäftigt? Nee, das ist jetzt fähig gebaut. Nochmal perfekt. Und das noch, da haben wir nämlich auch zwei extra Platz noch. Weizenfelder werden ja auch Wälder angebaut. Der hat Stofflumpen hergestellt. Wenn ich da rauflege, dann macht er das. Besser verfügbar, nicht genug Platz, kein Problem. Drei hohes Holz, mehr hat mehr Lagerplatz. Ein großer Lumpen. Hier haben wir zwei Felsen. Eine große arbeitsliche hilft die Güter effizient zu verarbeiten. Mehr Verarbeitungsgeschwindigkeit, also vielleicht wird die auch was verbessern hier. Mehr Hühner, eine große Lumpen. Also, was ist mein Lumpen oder mein Tuch? Nee, mein Tuch, also kein Lumpen, den wir herstellen, oder? Doch. Ich meine, was mal bei den Sammelhütte, weil das ist ja momentan unsere Nahrung, was ja momentan unsere größte Sorge ist. Wie viel Äste haben wir eigentlich auch noch? Also eigentlich machen wir alles, was wir machen. Drei Holz hier kommen, bam, bam, einfach alles. Besserung und Arbeit. Ja, meinst, viel kostet es auch nicht mal. Ein Lumpen ist ja jetzt nicht so viel, genauso wie ein Stein oder so. Drei Holz ist nicht so, dass es jetzt viel ist, ne? So sozusagen. Soll ich da meine Lumpen überhaupt? Habe ich auch Lumpen irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Doch. Wo sehe ich die hier oben? Futter. Getränke. Mein Material ja auch nicht. Ach doch, hier, da sind die Lumpen. Ein Lumpen haben wir. Das ist schwer. Abends ist die Arbeit gleich schon nicht mehr, ne? Mann. Sehe ich jetzt alles irgendwo arbeiten kann? Sehe ich die Arbeitsplätze irgendwo? Stundenplan? Lager. Zählung. Einfach die komplette Bevölkerung hier. Also jetzt nicht, wo die irgendwie arbeiten oder so von der Theorie halt, ne? Doch hier sehe ich darüber, aber sehe ich das. Da sehe ich das von der Theorie her. Ich brauche wenigstens ein paar Tücher. Tja. Unsere Nahrung wird schwer weniger. Ach, cool. Gut, warte, muss nachts überspringen. So. Hey, wir sind Stufe 2 geworden. Okay, auch gut. Dann. Gemeindezentrum. Wo sind die? Da. Ach du Kacke. Bauen wir mal hier hin. Was heißt nächste Haus? Für 8 Personen ist da Platz drin. Baukosten, dann machen wir Bretterlumpen, Gras, Holz und Stein. Bretter, obwohl Bretter haben wir ja sogar auch schon. Haben wir schon Bretter? Ne, der macht gerade halt nur Feuerholz, ne? Und Bretter kommen wir gar nicht ran. Was heißt das hier? Ich weiß wahrscheinlich jetzt auf einmal gar nichts. Wahrscheinlich, dass wir keine Pilze mehr haben oder so. Unsere Nahrung wird ja immer noch weniger. Was soll ich denn machen, Alter? Ich habe schon das Weizenfeld, hab die ganze Verarbeitung und so. What the fuck, ey? Habt ihr euch die Sachen wieder reingetan? Ja. Ich habe keine Lumpen bekommen, ne. Die anderen habe ich aber, ne?
Da kriegen wir noch mehr Platz. 10 gehauene Felsen, wie viel haben wir denn? 8 nur. Da brauchen wir mehr, da brauchen wir weniger Holz in Zukunft natürlich. Aber macht nicht so, dass wir da mehr Nahrung daraus bekommen. Tja. Das brauchen wir für dich jetzt im Ball. Der Winkelklatsch, das brauche ich bei dir eigentlich. Lumpen 80 Stein. Holy shit, das dauert ewig, bis ich das Ding gebaut habe. 80 Stein, wir haben gerade 8. Das ist ein Traum. Cool. Tja. Können wir mal gucken, was wir noch so bauen können, jetzt von der Theorie was Neues. Jagdhütte können wir, kriegen wir halt Nahrung drüber. Ganz ehrlich, wir haben ja auch einen Fischer, da ist auch keiner wie dran. Deswegen, warum arbeitet der hier eigentlich nicht? Hat der mir irgendwas hier gemacht? Ein Angel oder so? Wer ist Ursula? Hey Ursula, wo bist du? Geht hier irgendwo mal. Wo bin denn? Folgt dem Ziel. Lass mal Ursula hier unten. Ursula, geh mal arbeiten. Was ist Ursulas Aufgabe? Wer das Feld zu Ende gebaut, immerhin. Ich läuft hier irgendwie wird hier rum. Brauchen wir für die Angel noch irgendwas? Also man muss auch sicherstellen, dass hier wirklich Fische sind. Ich habe das erdacht, durch das grüne Leuchten heißt es, das sind Fische. Dieses Jahr stellt aber gar keine Fische hier drin. Aber dann können wir das Ding auch irgendwie abweisen wieder, wenn wir fern das Ziel. Tja. Einen Stall können wir bauen. Für Tiere. Dafür können bestimmte Waren eingesammelt werden. Holz, Äste, 4 Bretter. Wir könnten ja auch hier sonst einfach mal kurz sagen, dass wir das eben mal priorisieren. Das ist ein paar weiter. Noch unseren Stall. Wäre auf jeden Fall eine gute Nahrungsquelle. Gut, hier produzieren wir Wasser. Brauche ich wahrscheinlich auch irgendwann mal, ne? Auch wenn wir wahrscheinlich auch Stein führen, ne? Ja. Molkerei. Eine kleine Hütte, was haben wir hier noch? Abbrotgrube, ist das Kappplatz oder was? Ja. Okay. Ja, würde ich sagen, als nächstes fällt noch den Stall, wenn dann, ne? Kurz, der ist kein Stein oder so. Wo wir trotzdem auch hier eine Menge Holz und sowas alles brauchen. Hm, das ist der Stall. Der Fall ist halt der Tiere, aber ich habe also die Schafe laufen hier irgendwie drum. Muss ich die nur irgendwie einfangen oder so? Vom Ding her. Wollen wir mal dahin, falls wir noch irgendwie so eine Art Gehege ziehen müssen oder was sehe oder so, haben wir hinter so ein Gehege. Schaflauf von Lebensmitteln, ja schön. Tja. Ansonsten, was ehrlich, ich mache hier nochmal ein bisschen mehr Speed denn, weil es passiert jetzt einfach gerade nichts, außer dass wir jetzt warten, dass wir Stein bekommen und andere Ressourcen. Das ist ein krasser Baum. Ist da oben noch irgendein brauner Punkt? Ein Pilzkreis, der leuchtet dabei. Sonst ist auf der Karte nicht irgendwie irgendwas krasses hier, ne? Nö. Weil nachts können wir auf jeden Fall überspringen. Ja, schon ein bisschen zu weit. Und nochmal Geschwindigkeit 20 immer weiter. Die brauche ich echt bald einen Brunnen, das wäre nochmal meine Leute, die echt einfach mal verdursten. Wo ich mir eigentlich denke, eigentlich ist hier ein Fluss, weißt du? Wo soll ich jetzt eigentlich einen Brunnen bauen? Aber ich mach's aber trotzdem. Und wie gesagt, auch hier einfach das Stein halt fehlen wird. Das werde ich aber priorisieren, weil. Das Stein, dass hier die Steine eintransportiert werden, sind doch ein bisschen wichtiger. Ein bisschen mehr für Dursten. 4 Bretter fehlen noch. Warum machst du keine Bretter? Was heißt das? Er hat keinen Weg. Hier oben hat er jetzt gar nichts drin. Arbeitet keiner mehr? Doch. Will den Weg hinbauen oder so?
Ich glaube, das heißt aber, dass wir haben einfach, ein Holz, wenn wir gerade nur 8 Holz haben, wir irgendwo. Holzfäller, ich brauche Holz, wo bist du? Nicht unbedingt halt. Ja, so. Du folgen. Das ist schwer nachts. Jetzt geht er wieder Holz fällen. Ich muss vielleicht auch mal schon mal anfangen, ein paar Bäume anzupflanzen. Ne? Wer weiß, wie lange die noch halten. Wie lange die brauchen zum Erwachsen werden, so rum. Ich stehe wieder 20 hier reinhauen. Die brauchen wir echt einfach gleich, ne? Das ist ja wirklich krass, wo ich denke, Alter, ist das nicht so, dass ich hier keine Nahrung habe? Keine Ahnung, also meine Weizenfelder sind auch noch irgendwie noch nicht fertig, davon abgesehen. Ich brauche halt noch mehr Weizenfelder. Aber alles jetzt hier vorne mit Weizen. Obwohl, ich glaube, die ganzen sammeln wir schon gar nicht mehr ein, ne? Wie das, hallo? Wie das Bett hier sehen? Na, die Oberecke, na egal. Machen wir trotzdem mit an, als Dekoration. Kann ich irgendwie alles priorisieren? Ja. Muss ich halt überall einzeln sich raufdrücken jetzt. Ah, die waren da schon. Wahrscheinlich muss ich dann hier mal einstellen, dass ich das auch einsammle. Wo sind noch Knospen? Vielleicht machen wir auch nicht 80 hier, dann machen wir mal irgendwie. Hier was reinschreiben. Oh ja, 500 nicht. Vielleicht machen wir einfach nochmal 20 rein oder so. Dann sammle ich das auch nicht so lange. Ja, Holz fehlt uns halt. Deswegen ist das Holz bringen wahrscheinlich die ganze Zeit zu irgendwelchen Plätzen zum Arbeiten, wo eigentlich auch nicht mehr. Irgendwo 8 Holz angelegt. Ja. Weil es wird halt echt einfach sofort verarbeitet halt, ne? Jetzt haben wir ein Gras rum auch immer. Hier haben wir ein paar Wurzeln. Das können wir auch nichts anpflanzen, wenn wir die nicht haben. Mann. Nicht weglaufen? Was heißt das denn? Die bewegt sich aber irgendwie, der ist einfach immer da. Das ist echt, aber wir haben kein Holz oder so. Die haben wir ja wohl 8, aber wir haben halt keine Ahnung, wo diese 8 Holz sein sollen. Aber ja, Bäumchen haben wir ja 10 hier, ne? Haben wir Holz. Ich glaube, der Typ ist ja die Barriere, dass der hier nicht mehr rauskommt. Das ist, glaube ich, nämlich eher das Problem, ja. Ich werde einfach mal feuern. Süder Ursula. Oder mal, was passiert hier, wenn der Typ da irgendwie mal aufwacht. Ich glaube, der hängt aber fest, der Typ. Ich glaube, das ist das Problem irgendwie. Oder am Anfang hat er aber auch Feuer jetzt gemacht, also irgendwie macht es irgendwie keinen Sinn, aber. Ich glaube, der hängt echt aber fest in dem Gebäude. Jo, der hängt aber fest und deswegen haben wir ganz kein Holz gemacht hier. Wow. Ja, weil eigentlich war es noch ein Weg dran oder so, oder nicht? Mann.
Sehr gut, wir haben auch gleich echt ein Stück nach Wasser. Ja, dann muss ich erstmal beeilen, ja. Jetzt hier auf jeden Fall weitersehen. Go, go. Was ist los da? Sieht weiter, wir brauchen Wasser. Ein einziges Blatt brauchen wir nur. Ursula da arbeitet. Da haben wir ein Brett und da ist unser Brunnen. Arbeitet noch einer dran, aber egal. Ich hoffe mal, die würden wir gehen einfach ran, trinken einfach alleine, so von der Theorie. So. Wie sieht es mit dir hier aus? Finden auch noch drei Bretter. Das machen wir ja auch gerade. Wir haben Sommer. Ganz ehrlich, das Ding ist, ich habe jetzt nicht mehr genug Nahrung. Ich weiß nicht, wie viel Winter überstehen soll. Das sind wir. What the fuck? So sieht also Weizen aus, wenn es fähig gewachsen ist. Alles klar. Wie ein Karton, der ein bisschen zerdrückt worden ist. Macht auf jeden Fall Sinn. Das kriege ich aber keine Wurzeln mehr irgendwie raus aus dem Anpflanzen. Eine neue Sammelhütte sonst irgendwo hinbauen? Hier unten irgendwie, dass die Wurzeln sammeln für mich, ey. Ja, Sammlerhütte. Ich baue uns einfach mal eine. Ich will nicht abklicken. Feuerholz, was machst du Feuerholz? Trio ist da oben, du Affe. Ich glaube, wir können Leute auch nicht, aber ich weiß nicht, was aussieht. Brauchen wir was? Die Bretter, wir brauchen Viehstall noch irgendwie, dass wir da vielleicht auch noch irgendwie Essen mitmachen. Wir brauchen Essen. Ich glaube, einfach, einer von uns ist gestorben. Wir haben noch 9 Leute. Oh, gut. Oh, lol. Eine Familie klopft an. Das könnt ihr mal früher sagen, ey. Ich muss auch mal achten, wenn so Felder sind. Wir brauchen noch wieder ein neues Haus. Aber erstmal nur ein Strohhaus, sagen wir, ist zu teuer. Das können wir auch schon fertig bauen hier. So viel ist fertig. Was passiert jetzt hier? Futter bereitstellen. Tierprodukte. Personal, Unterkunft, Schaf. Frei. Jetzt hast du. Deswegen, ich habe ja keine Schafe oder so. Also, wir haben schon Schafe, aber. Wir kommen da raus. Doch, wir haben Schafe. Tja. Das ist jetzt einfach mal so. Dann schauen wir, ob da ist irgendwas mit passiert. Wir haben schon 200 rohes Fleisch. Wait a second. Ja, ihr müsstet ja denn hier, der hier arbeitet ja immer ein gegrilltes Fleisch machen da draußen, ne? So gesehen, weil dann können wir es auch erstmal wieder machen hier, nämlich du. Du bist jetzt nicht mehr wichtig. Jetzt brauchen wir Feuerholz. Und du hier unten. Ihr macht hier nichts anderes außer. Wurzeln und Knospen sammeln. Ich finde krass, dass so viele Leute dran arbeiten. Das geht doch eigentlich gar nicht. Ich habe da eigentlich nur 13 Leute. Müssen die irgendwie alle Jobs einmal irgendwo vergeben haben? Wahrscheinlich irgendwie nicht. Schaf. Ein Schaf haben wir. Tiere. Plus 30% erweitert. Geschickt in den Raum für die Tiere. Bei mehr Tiere einfach. Komfort, mehr Komfort. Kostet einfach noch Gras. Gras haben wir mehr als genug, eigentlich, wenn ich mich erinnere. Weil du hast ja aber Tonnen Gras. Ich glaube, immer wenn die Weiz abernten, kriegen wir quasi Gras dazu. Dann müssen wir wieder ein bisschen Weizen abernten. Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen Nahrung haben wir gerade wieder bekommen.
Ich habe ja, wie gesagt, eigentlich haben wir ja mega viel Fleisch, was irgendwie verarbeitet werden müsste. Das macht er auch gerade, perfekt. Eigentlich bräuchten wir ja trotzdem irgendwie mal eigentlich so eine Art Nahrungsmittellager, oder nicht? Oder ist es wirklich einfach nur so, dass was drin ist und das fertig? Weil das, was ich hier so einlagern kann, das reicht doch neben dem für den Winter dann irgendwie. Aber es gab ja irgendwie keine Art Lager oder sowas, ne? Warum ernten die fetten Felder nicht? Aber das verstehe ich nicht. Ist auch da mit drin, ne? Wenn man die fetten Weizenfelder ab. Alter. Gras habe ich auf jeden Fall mehr als genug. Das brauche ich nicht überall für die Steine, aber Steine brauchen wir halt einfach hier. Äste und Holz. Äste und Holz, dann wird die beiden Upgrades hier, ne? Nee, das ist breiter sogar. Das hat Lagerkapazität. Einfach machen wir mal Lagerkapazität auf jeden Fall vielleicht überall höher. Ist da, wo wir Nahrung haben, mehr lagern können. Hier ist auch, dass du wieder Holz verbrauchst. Lager mehr. Effizienz mehr. Wie viel habe ich denn? 3. Was machst du? Attraktivität mehr. Ja, kommen sie mit der Leute mehr zufrieden. Und Steine haben wir halt nicht. Mann. Also, wir haben wieder keine Nahrung. Haben wir irgendwie freien Arbeiter? Kann ich noch einen Arbeiter mehr hier reinsetzen? Peter. Peter, wir brauchen mehr Weizen, ernte Weizen. Deswegen scheint, habe ich jetzt eh zu viel Weizenfelder oder so, weil die kommen gar nicht mehr dazu, alles abzuernten immer. Das soll ich auch irgendwie mal hier. Ich mache das einfach mal aus und das. Krass, habe ich auch. Eigentlich, das würde ich nur noch Weizen machen. Weil ich weiß nicht, ob ich dann noch sage, wir machen das, dann das irgendwie abwechselnd machen, das einfach nur einmal priorisieren oder so als nächstes denn. Oder ob das wirklich heißt, wir machen das nur Weizen. Das haben wir ja schon alles. So, ich werde aber mal eben den zweiten. Oh, jetzt sind ja 3 Schafe drin. Ich frage es halt mal, wie lange braucht er jetzt von der Theorie her, um irgendwie Fleisch zu machen oder so halt, ne? Vielleicht könnte ich anscheinend auch sagen, dass ich die schlachten soll. Was auch immer. Einfach mal ein Tier schlachten. Aber wir haben mal 1,1 Nahrung. Immerhin. Aber ich glaube, wie gesagt, unsere Weizenfelder sind, glaube ich, zu groß. Weil sonst notfallsweise reißen wir immer die Sammelhütte unten wieder ab und setzen wir oben eine zweite Sammelhütte, die hier noch Weizen mit aberntet. Ich glaube, die Dinger sind einfach, die habe ich auch befallen. Die kann ich auch nicht auf wieder abreißen, die komischen Felder, ey. Tja, okay, ich würde aber erstmal sagen, das war's dann erstmal hier für heute. Dafür danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.